Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal, diesmal auf Deutsch, aber ihr habt die Untertitel hier. Unsere. Genau. Also auf unserem YouTube-Kanal. Ich habe euch schon erzählt, dass er jetzt auch Teil des YouTube-Kanals sein wird. Moin meine aktiven Freunde. Genau. Heute wollen wir testen, ob so ein 10-Euro-Ball aus Asien irgendwie irgendwas wert ist, weil ich bin knapp bei Kasse und ich will einen billigen Ball testen. Oder ob so ein AS50-Ball von Yonex doch bessere Qualität und bessere Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Was? Erster Eindruck, Ball sieht scheiße aus. Zeigen, wie der nach zweimal Durchschlag Schrott ist. Und zwei halb dolle Schläge und er ist kaputt. Er hat zweimal Durchschlagen durchgehalten, ohne im Arsch zu sein. Ne? Ja, ohne überhaupt irgendwas, sieht immer noch neu aus. Was hältst du vom Ball bisher? Die sind mächtig scheiße, ja? Also, ich habe noch nie einen Ball erlebt, der einfach mitten in der Flugkurve einfach komplett anhält und dann gefühlt nicht mehr runterfällt. Wie heißt denn der Ball überhaupt? Ich glaube, ich habe ziemlich deutlich gemacht, ja, dass man bei allem sparen darf, aber nicht bei den Bällen.